Und die Stromersparnis ist natürlich auch gegenüber netzwerkbasierter Regelungen immens, oder? Ja, natürlich. Weil wir arbeiten jetzt das erste Mal nicht leistungsbezogen, was das Haus braucht an Energie, sondern die Wärmepumpe arbeitet praktisch von dem, was sie vom Wechselrichter an Strom bekommt, genau auf den Punkt genau. Also das heißt, die Leistung der Maschine stimmt sich auf die Produktion der PV-Anlage ab und somit läuft auch der Kunde draußen nicht Gefahr, dass er praktisch in den Strombezug reinfällt. Mhm.